Im heutigen Roblox Royal High Video gehen wir zum allerersten Mal in Royal High shoppen. Seid gespannt, was ich mir kaufe und vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Royal High. Leute, ich spiele jetzt seit ein bisschen über eineinhalb Wochen Royal High und heute ist es soweit. Meine erste Shopping-Folge von Royal High kommt jetzt. Ich bin mega glücklich, Leute, und ich bin vielleicht ein bisschen süchtig nach diesem Spiel. Ich habe mir 200.000 Diamanten erfarmt und bin, tata, Level 76. Das heißt, ich könnte theoretisch in den Trading Hub und mit euch traden. Mein Problem ist nur, ich besitze nichts. Also, Real Talk, Leute, ich besitze nichts. Ich habe einfach nichts. Und deswegen gehen wir jetzt shoppen. Falls ihr euch gerade fragt, wie ich das geschafft habe, dass ich 200.000 Diamanten habe. Moment, ich zeige euch mal ganz kurz die Game Passes. Ich habe einige von den Game Passes gekauft. Und zwar die Game Passes, die euch mehr Diamanten bringen, sind Double Diamonds und Quadruple Diamonds. Das Ganze kostet einmal 750 und 1650 Robux. Und mit den Game Passes könnt ihr einfach so viel mehr von den Diamanten farmen. Insgesamt 6-mal so viel als normal. Und jedes Mal, wenn ihr ein Level abbekommt, bekommt ihr 1800 Diamonds. Und ich gehe auch mehrmals am Tag Diamonds farmen. Sowohl bei der normalen Royal High als auch bei Enchantix High. Und wir gehen jetzt mal rein. Moment, go shopping. Und kaufen uns als allererstes das Darling Valentina Set, denn ich finde das einfach nur wunderschön und ich kann ehrlich gesagt gar nicht warten, bis ich es bekomme und ich habe keine Ahnung, wie zahle ich das denn jetzt? 23.500, oh mein Gott, das ist zu krass. Purchase complete, ja, ich krieg sogar eine Quittung. Muss ich alles extra bezahlen? Das ist ja ein bisschen anstrengend, oder? Kann ich das nicht irgendwie in den Einkaufswagen oder so packen? Nicht, ne? Geht anscheinend nicht. Okay, es macht nichts. Aber es zeigt mir zumindest an, ob ich diesen Item, ob ich das Item schon habe oder nicht. Das ist richtig cool. Okay, wir gehen shoppen, Leute. Wir kaufen uns das komplette Set, weil wir brauchen es. Wir besitzen nämlich einfach nichts und wir werden... Ich weiß nicht, ob ich meine kompletten Diamond raushau, aber ich möchte alles Mögliche kaufen, dass wir einfach richtig, richtig gut aussehen. Und ihr müsst natürlich dann bewerten, wie ich mich so mache. Als neue Royal High Spielerin, ob ihr mich dann hübscher findet oder nicht. So, jetzt wartet mal. Accessories. Brauchen wir hier irgendwas? Moment. Seasonal Valentine's Day. Oh, die sind putzig. Brauchen wir die? Ich glaube schon, dass wir die brauchen, aber wir gucken erst mal. Oh mein Gott, der Teddy. Oh, Magical Hair Ribbon. Das brauche ich auch unbedingt. Wartet. Ja, das brauchen wir auch unbedingt. Und den Teddy brauchen wir auch unbedingt. Wir brauchen unbedingt diesen Teddy. Wir haben noch 100.000 Diamonds, Leute. Wir brauchen auch unbedingt noch diesen Teddy. Der ist ja mal mega. Der ist mega süß. Guckt ihn euch an. Brauchen wir unbedingt. Und was brauchen wir noch? Das ist die Frage. Brauchen wir eine Tasche? Bin mir nicht sicher, Leute. Brauchen wir eine Tasche? Den Parasol brauchen wir. Haben wir Geld? Ja, wir haben noch Geld. Wir kaufen jetzt auf jeden Fall noch den Elegant Parasol. Von dem habe ich so viel gehört. Ich meine, der Originale von 2019, den kann man nur traden. Aber, Leute, irgendwie sieht der komplett genauso aus, oder? Also, Real Talk, was ist denn der Unterschied? Ich glaube, es gibt keinen, oder? Außer, dass der Original heißt und der halt nicht. Glaube ich, ist es komplett egal, oder? Und hier ist der Teddy Zilla. Den gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Genau, den gibt es auch nicht mehr. Dafür gibt es halt einen normalen Teddy Zilla jetzt. Ich weiß nicht, ob ich den kaufen soll, um den mal zu traden irgendwann, wenn es den auch nicht mehr gibt. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob man den letztendlich auch braucht oder nicht. So, jetzt können wir aber noch die Ohrringe kaufen, denn wir haben noch genug Kohle, Leute. Und schreibt mir mal in die Kommentare, soll ich den Teddy Zilla kaufen? Mich, glaube ich, interessiert der nicht so hundertprozentig, aber vielleicht ist der ja interessant, dass man den mal tradet oder so. Dann sind wir erstmal fertig mit dem Shopping-Wahnsinn und dann gucken wir, was wir so alles haben. Oh mein Gott, ich kann die Farben wählen, als ob. Color One? Das Problem an dem Ganzen ist, muss ich, jetzt wartet mal, muss ich das erst ausziehen? Ich check das nicht.
pretend. Keep on driving and driving along the road tonight. As my head will fill my spark between the jars and bottle jack. Just me and all the red lights. Keep on driving and driving. Ungefähr 100 Stunden bin ich fertig und habe mein Outfit erstellt. Ich sehe so putzig aus, Leute. Guckt mich an. Oh mein Gott. Ich bin überall in so einem, ich weiß nicht, in so einem Altrosa mit meinem Regenschirm. Und ich sehe richtig, richtig toll aus. Und ich bin mega, mega begeistert. Das Outfit ist so unfassbar süß, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach mega, mega glücklich. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, was muss ich mir noch unbedingt kaufen im Valentins-Shop, dass ich mich nicht ärgere zu einem späteren Zeitpunkt, Leute. Dass ich vielleicht auch mal traden kann oder so. Ich habe jetzt noch 38.000 Diamonds. Es ist aber relativ simpel, die ja zu erfarmen, hätte ich gesagt, weil ich eh viele Stunden gefühlt in der Woche in Royal High bin. Was ich auch noch mega, mega gerne möchte, ist das Mangerie-Set. Das werde ich mir definitiv auch noch erspielen. Da habe ich aber noch 19 Tage Zeit. Von daher mache ich mir da jetzt nicht so große Sorgen, dass ich das bekomme. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall holen, Leute. Aber falls ich noch irgendwas brauche, das ich nur letztendlich im Valentins-Shop bekomme, also quasi, jetzt wartet mal ganz kurz hier, dann schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, weil dann hole ich das noch und dann könnte ich das irgendwie zum Beispiel auch mal mit euch gemeinsam traden. Dann habe ich aber gesagt, war es das mit dieser Shopping-Folge. Falls ihr euch gefallen hat, lasst es jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann habe ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!